Ganz im Zeichen des 100. Geburtstages von Karl Heigl stand die Enthüllung der Ehrentafel und dem restaurierten Sgraffito bei der Alten Feuerwehr in Wiener Neudorf. Karl Heigl hat offensichtlich damals der Alten Feuerwehr ein großes Geschenk gemacht. Wer war denn Karl Heigl? Karl Heigl war ein großer Künstler, Maler aus der Region. Er hat hier in Wiener Neudorf gelebt von 1946 an, hat viele Werke geschaffen, war bildnerisch natürlich einer der Großen im Bezirk und hat ja, ein sehr großes künstlerisches Schaffen für uns hinterlassen. Er hat in Wiener Neudorf über viele Jahre Malkurse und Töpferkurse geleitet. Also er hat auch in der Schule für die Kinder und Jugendlichen sehr viel von seinen künstlerischen Fähigkeiten weitergegeben und hat somit hier in Wiener Neudorf natürlich sehr viel Boden geschaffen für künstlerisch tätige Menschen. Wie kommt jetzt dieses Kunstwerk an die Wand der Alten Feuerwehr? Na gut, das war, wie das Feuerwehrhaus dazu gebaut worden ist in den 60er Jahren, hat Karl Heigl hier sich quasi verewigt und hat der Feuerwehr ein Kunstwerk zum Geschenk gemacht in diesem damals neuen Feuerwehrhaus. Und der Karl Heigl war ja für seine Technik, das Graffiti nennt sich das. Graffiti ist eine spezielle Kunsttechnik, die er angewendet hat und die natürlich hier auch zum Ausdruck kommt. Und es ist ein guter Platz, hier auch die Gedenktafel für Karl Heigl, der jetzt am 10. März 100 Jahre alt geworden wäre, die mit der heutigen Feierstunde eben hier zu enthüllen. Die Gemeinde hat dem Karl Heigl posthum quasi ein Geschenk gemacht, indem sie hier sein Werk auch neu restauriert haben? Ja, wir haben es vor einiger Zeit schon restauriert. Diese Gedenktafel hier anzubringen, ist ein Zeichen auch der Würdigung des großen Künstlers, der hier in der Region sehr viel Bedeutendes geschaffen hat. Er war ja auch lange Zeit Obmann des Mödlinger Künstlerbundes, hatte auch mit der Stadt, mit der Bezirksstadt Mödling sehr enge Verbindungen und das Kunstschaffen Heigls war ja weit über die Grenzen Wiener Neudorfs hinaus bekannt. Er war in ganz Niederösterreich ein sehr anerkannter Künstler. Es ist auch in der Festschrift, die anlässlich des 100. Geburtstages Karl Heigls herausgekommen ist, ein sehr bedeutendes Vorwort des Landeshauptmanns Erwin Bröll drinnen. Also das ist wirklich ein Künstler, der weit über unsere Ortsgrenzen und Bezirksgrenzen hinaus sein Schaffen wirken lassen konnte. Ja.